Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Tyrus AP. Willkommen auf meinem neuen Channel. Ja, es geht um die MPN's Advanced Bronze. Und ja, woher sie bekommt, ihr müsst 9 Doc-Tags sammeln. Diese 9 Doc-Tags erhalten, also auf jeweils ein Doc-Tag ist ein Buchstabe drauf. Per Zufallsgenerator werden die euch zugeteilt. Also ein Doc-Tag ist erhaltbar durch Daily Mission. Ihr braucht 9 Doc-Tags. Die müssen nachher, also diese 9 Buchstaben, diese 9 Doc-Tags müssen nachher Crossfire ergeben, also diese C-R-O-O, also das zweite O, S-F-I und das zweite R und E. Crossfire, genau. Die müsst ihr einsammeln. Pro Daily Mission, seht ihr einmal rechts unten. So wie in der Lobby seht ihr die, was für Daily Mission ihr machen müsst. Diese müsst ihr erledigen. Und ja, dann bekommt ihr die Doc-Tags. Ich habe für meine letzten Doc-Tags 3 Monate gebraucht. Ja, das ist eine verdammt lange Zeit. Ich habe verdammt lange dran gesessen. Aber es hat sich gelohnt. Ich meine, ich habe gleich am Anfang die MP1 Advanced Bronze bekommen. Also, ich finde die Waffe klasse. Ja, vom Punkt Power her. Sie macht auf den Kopf mit einem Schuss Headshot, also 100 Damage, auf den Körper an die 3 Schüsse braucht ihr. Damit macht ihr an die 32 bis 36 Damage. Es gibt noch weitere Modelle von der MP1 ADV, zum Beispiel die Silver, Spring, Liquid Metal, ich meinte Red Dragon, nee, Royal Dragon. Red Dragon gibt's ja gar nicht. Liberty und sonstige, was mir jetzt nicht einfällt. Auf jeden Fall gibt es von der M4 ADV die meisten Versionen. Denn die M4 Custom, davon gibt es leider nur 3 Versionen. Von der, keine Ahnung was, gibt es auch nur wenige Versionen. Also es sind recht wenige Versionen vorhanden. Jedoch von der M4 ADV ist die jedoch recht oft vorhanden, eine erweiterte Version. Und ja, ich finde das ganz gut gemacht, die MP4-ADV-Bronze. Besonders gut finde ich den Skin, denn der ist leicht verschrammt noch. Also ihr seht rechts auf dem Body, seht ihr noch so leicht graue Stellen, die sind verschrammt. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Und ja, was mir jedoch nicht sehr gefällt, ist, dass es nur sie für 3 Monate gibt. Also 90 Tage ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig für 3 Monate, dass ich 3 Monate gebraucht habe. Naja, manche brauchen vielleicht gerade mal 2 Wochen, um das voll zu kriegen. Ich habe jedoch nicht so sehr das Glück mit den Doc-Tags. Auch nicht so wirklich mit dem Black Market, aber na schön. Ja, sie ist automatisch, mit Rechtsklick bewirkt man leider nicht. Sie hat 35 zu 105 Munition, kann man erweitern durch ein Extra-Magazin, ein Rifle-Magazin, im Item-Store erhaltbar für GP. Und ja, sie ist sehr, sehr gut geeignet für Siege and Destroy, Team Deathmatch natürlich auch, also ist eigentlich ein Allrounder. Allgemein, die ADV sind Allround-Waffen. Besonders erstens wegen dem Spray, da man sehr oft mit dem Spray, also wenn man leichte Menschenmasse hat, also mehrere Gegner vor einem sind, kann man ganz gut durchsprayen und dann kommt man auch sehr, sehr gut durch. Also man macht teilweise am meisten, man macht durchgehend eigentlich immer Headshots, besonders wenn man sprayt. Sehr gut kann man das beobachten bei der Silver. Bei der Silver ist mir das öfters also vorgefallen, dass man oft Headshot macht. Zudem hat man eigentlich auch immer eine gute positive KD, wenn man mit einer geschalldämpften Waffe spielt. Oh, schade. Vom Gewicht her wiegt sie genauso wie die anderen M4s. Denn der Unterschied ist wirklich nur, ob sie einen Scope haben, Schalldämpfer, anderen Skin. Das sind die 3 Faktoren, die das unterschiedlich machen. Jedoch wiegen die eigentlich identisch leicht. Also man kommt damit gut über die Map-Fläche. Weitere Distanzen scrollt man ja jetzt eigentlich immer zur Pistol oder zur Knife. Also die M4 ADV Bronze ist eigentlich genauso wie die M4 Silver eine Allround-Waffe. Sehr gut gemacht. Ist leicht, passt sich eigentlich so gut wie bei jedem an. Was mir sehr gut gefällt ist, rechts unten seht ihr nochmal die Form der M4 ADV Bronze. Besonders
dass es braun braun markiert ist, also braun umrandet, so wie rechts, wenn man switcht, dann ist die auch nochmal sehr, sehr schön braun umrandet. Was mir noch sehr gut gefällt, ist, wenn man einen tötet, dann steht oben einmal die Form und dann noch einmal Bronze da. Also, Bronze steht da. Ich kann das jetzt wirklich nicht zeigen, aber oben hat schon wer einen getötet. Durchgehendes Spray. Nicht getroffen. Egal. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch zeigen, wenn ich mal wieder einen Kill mache. Oder eben halt andere. Auf jeden Fall steht wie bei der M4 Gold, M4... Nee, bei der Gold steht das gar nicht, bei der M4 Gold. Bei der Desert Gold, bei der... Keine Ahnung was Gold, stehen das auf jeden Fall unten da. Das... Oder bei der Küste, da steht einmal die Waffe und dann noch einmal der da. Rechts oben seht ihr es. Da steht dann Bronze. Das gefällt mir so sehr gut bei den Waffen, dass man die dann so leicht markiert. Bei der Cookie Royal Dragon. Das steht alles da. Also Royal steht dann da unter. Das finde ich echt klasse gemacht. Allgemein. Und ja, abonniert mich auf meinen neuen Channel. Deabonniert mich auf meinen alten. Denn auf dem alten werden keine Videos mehr folgen. Zukünftig werde ich den vielleicht auch löschen. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem. Auf jeden Fall abonniert mich auf meinen neuen Channel. Optivus79. Nee, 97, Entschuldigung, ich verwechsel das immer. Und ja, bis dann. Vergesst nicht, Benjo Fitimo zu abonnieren. Und wir sehen uns.